Im Frühling, wenn die Forsythien blühen, ist der richtige Moment, um Rosen zu schneiden. Und das gilt auch für die Hochstammrosen. Der Vorteil ist, wenn man sich an der Forsythienblüte orientiert, dann hat man einfach den richtigen Zeitpunkt am Anfang des Jahres. Ist der Winter länger, dann blüht die Forsythie auch später. Dann kann man auch den Rosenschnitt etwas später machen. Und wenn es alles früher ist, dann ist auch der Rosenschnitt früher. Also merkt euch, wenn die Forsythie blüht, werden die Rosen geschnitten. Hochstammrosen sind im Prinzip nichts anderes als niedrige Rosen, die auf einen hohen Stamm draufgefropft worden sind. Ich zeig euch das mal. Also dieser Stamm hier ist von einer anderen Rose, nämlich von einer Wildrose. Und hier oben, wo diese Knubbel sind, da ist diese kleine Rose draufgefropft worden. Man sagt veredelt. Das sind die Veredelungsstellen. Und diese Veredelungsstelle, da sitzen meistens drei oder vier hier oben am Stamm, wo die Edelrose entspringt. Das ist auch die Achillesferse der Hochstammrosen. Das muss man gut schützen im Winter vor Frost. Und was wir hier oben haben, das ist die Rose The Fairy. Das ist eine eigentlich niedrige Bodendeckerrose, die rosa blüht. Sie sitzt jetzt hier oben auf ihrem Hochstamm. Bodendeckerrosen, die werden stark zurückgeschnitten im Frühjahr. Also wirklich nur noch auf so 20 cm. Das heißt, wir werden diesen ganzen Kopf hier auf so ein Volumen einkürzen. Da kann man bei einer Bodendeckerrose eigentlich ja sehr prima reinschneiden. Man muss nicht genau gucken nach den Knospen, weil die sehr wüchsig sind und gut austreiben. Hier ist jetzt ein Trieb, der sehr stark gewachsen ist, der ist einfach optisch viel zu stark. Den nehmen wir ganz hier unten weg. Wenn wir tote Ästchen entdecken, die müssen wir natürlich rausschneiden. Auch hier tote oder auch kranke Triebe, die unterscheiden sich auch ein bisschen in der Holzfarbe. Die schneidet man innen heraus. Das führt auch dazu, dass die Rose ein bisschen luftiger wird. Hier ist auch ein älterer Trieb, den nehme ich raus, damit hier ein bisschen mehr Luft in die Krone kommt. Prima, jetzt haben wir hier noch ein Problem und das ist dieser komische Trieb, der hier oben raussteht. Und dazu gehen wir noch mal ganz nach unten an die Wurzel. Hier seht ihr, dass an der Seite die Wildrose, die Hundsrose, hier durchgewachsen ist und diesen eigenen Trieb fabriziert hat. Der muss unbedingt entfernt werden, denn der würde viel kräftiger werden und irgendwann die ganze Edelrose hier überwachsen und die würde dann verkümmern. Das liegt halt daran, dass die Unterlage, also die Wildrose, natürlich eine viel kräftigere Sorte ist und lieber durchwachsen möchte. Deswegen, wenn ihr sowas entdeckt, ganz tief unten diese Triebe entfernen. Und so ist die Rose wunderbar für diese Saison vorbereitet.